Hans, du bist nett, oder? Du bringst da immer etwas mit. Ja. Das ist interessant, dass du da die Bibliotheken durchstöberst. Nein, das habe ich bekommen vom Liberalen Institut. Ich habe da geschrieben drin. Du bist drin, ja. Also gut, jetzt müssen wir doch sagen, explosive Geldpolitik, ja. Oder? Ja. Sowie so Fürchung und dann wie Zentralbanken wiederkehrende Krisen verursachen. Warum hast du jetzt genau das Buch zum jetzigen Zeitpunkt hier in die Sendung gebracht? Also es ist ja noch, das Liberale Institut ist eher zurückhaltend im Vergleich zu mir. Oder? Das sind eher, ja etabliert. Und es ist ja noch zurückhaltend formuliert. Oder? Ich würde sagen, Zentralbanken sind die Täter. Und sind nicht die Opfer. Und sind auch nicht mehr die Feuerwehrleute. Und um das geht es eigentlich. Und warum das Liberale Institut das glaube ich rausgegeben hat, ist, die Liberalen, die Freiheitlichen, die werden jetzt immer angegriffen wegen Casino-Kapitalismus. Casino-Kapitalismus ist geschuldet an diesen Bankenkrisen und all so. Und gegen das wehrt sich das Liberale Institut und hat das Buch von einem Haufen Autoren geschrieben. Und ich habe nicht zur Geldpolitik etwas gemacht. Casino, Kapitalismus, Banken. Ja. Also es sind gar nicht Banken schuld, nein, sondern Zentralbanken. Selbstverständlich sind noch Notenbanken. Was haben denn die verbrochen? Warum sind es Gangster? Warum sind es Täter? Das sind Täter, Gangster, ja. Nein, also Täter. Übeltäter. Also, so, warum ist denn Herr Thomas Jordan von der Nationalbank und Mario Draghi und wie heißt der? Ja, der Draghi ist einer. Von Amerika, oder? Ja. Warum sind das jetzt die Täter? Also der angefangen hat mit dem Ganzen, das war der Herr Greenspan gewesen. Viele, viele Jahre der höchst dekorierte Zentralbankchef von den USA. Das war der schlimmste Täter gewesen. Es gibt so ein Prinzip, so ein Führungsprinzip, das man in der Unteroffizierschule lehrt zum Beispiel. Das ist Zuckerbrot und Peitsche. Wenn es gut geht, dann tut man es loben. Und wenn es schlecht geht, dann kommt man Peitschen über. Oder man hat, wenn jemand einen Gewinn macht, hat er einen Gewinn. Wenn er einen Verlust macht, dann muss er ihn selber einstecken. Und der Herr Greenspan hat den Greenspan-Put erfunden. Wenn die Wirtschaft durchgegangen ist, dann war das fein gewesen. Wenn dann plötzlich die Wirtschaft, die Börsen eingebrochen sind, dann hat er Geld rausgeschossen. Er hat den Banken einen Put geschenkt. Das heisst, die Banken haben gewusst, wir können wild spekulieren. Wenn es runtergeht, kommt der Greenspan und bringt Geld. Bringt Geld oder kauft dann quasi unsere Papiere. Ja, oder ja. Wir haben einfach immer die Möglichkeit, dann das so reinzugeben, dass wir schadlos sind und der Greenspan alles auf sich nimmt. Ja, oder die Wirtschaft. Oder? Das ist eigentlich das Grundübel, ist eigentlich der Zuckerbrot und Peitsche. Und das geht durch das ganze Thema durch. Und das war Schuld von ihm. Und ich meine, der hat die Krise von 2008, die Immobilienkrise in Amerika, die ist ausgelöst worden. Einerseits durch Politik, die komische, aber das ist ein anderer Teil. Aber weil die Zentralbank viel, viel zu tiefe Zinsen gemacht hat. Und Greenspan ist dort im Ruder gewesen, dann ist aber der Bernanke gekommen, Professor und so, hat es ein bisschen ausboten, oder? Nein, der hat einen Put gemacht. Auch, okay, ja. Gut, und dann nachher ist die Frau gekommen und Yellen, oder? Ja. Und jetzt ist der Powell und so, und das zieht sich also wie ein Band, wie ein rotes Band und Schicht. Notenbanken, dann sind aber die europäischen sind dann viel wilder geworden und die schweizerischen noch wilder, oder? Also die amerikanischen könntest du ja sagen, sind noch zurückgekommen. Da gibt es ja noch Zinsen. Also in Amerika hast du 2% oder wie viel. Da bei uns ist Minus. Also eigentlich sind die grossen Übeltäter da bei uns in der Schweiz. Ja, in Europa. Die schlimmste ist natürlich die Europäische Zentralbank. Weil alles, was sie macht, ist gegen alle Regeln verstoßen, die die Europäer in der Zentralbank auferlegt haben. Sie dürfen keine Staaten finanzieren. Sie machen seit Jahren nichts anderes als Staatsobligationen kaufen. Das hat für Italien und andere halbbankrotte Länder praktisch gratis Geld bekommen. Natürlich, also die Europäische Zentralbank ist ganz schlimm. Und es hat ja mal die Deutschen, haben ja mal geklagt am deutschen Bundesgericht. Und die haben sich dann gewundert, sind halt Juristen, und der Staat hat gesagt, natürlich verstoßen die gegen den ganzen Staat. Ja, das geht noch so. Ja. Also, warum machen es Nationalbanken? Ich meine, die Leute sind ja eigentlich per se nicht Verbrecher, oder? Also, die wollen ja eigentlich, dass die Welt überlebt, nehme ich mal an. Was ist der Grund? Und die Leute sind es ja in der Regel auch nicht. Warum agieren sie so, dass du sagst, die sind letztendlich dafür verantwortlich, dass das Ganze mal explodieren kann. Wir reden von explosiv, oder? Ja, also Detonationen. Ja, ja. Warum, was ist denn denen ihre Überlegung? Warum machen sie es? Also beim Herrn Draghi ist es relativ einfach feststellen. Er ist ein Investmentbanker, ein sehr erfolgreicher. Und er tritt Ende Oktober von diesem Jahr zurück. Und er lässt einfach das Geld raus,
bis nach Ende Oktober. Und dann hat man gesagt, der gut aus. Er hat gesagt, wer kommt jetzt schon Lob hinüber, auch in unseren Medien, oder? Statt dass man auf ihn reinbashen. Aber nur einfach für sich selber zum gut anstehen. Okay, gut. Ja. Die Komponenten gibt es. Aber gibt es noch etwas anderes? Ist es so, dass halt das Ganze zu fragil ist? Dass man wirklich sagt, wir sind in einer Schuldendimension vorgestossen, dass es, wenn jemand auf Bremse steht, dann der ist, der die Krise auslöst und die Explosion. Also kann man eigentlich nur sagen, Augen zu und durch. Ja, ich glaube, die ganze Ökonomie ist irgendwo ist total durcheinander. Oder früher hat es einmal so berühmte, ich glaube, es hat sogar einen Nobelpreis gegeben für das, so über die Konjunkturzyklen, oder? Das geht so auf und ab. Das erste berühmte ist der Schweinezyklus. Dann, wenn die Preise für Schweinefleisch hoch sind, dann züchten alle Bauern schnell Säu und dann haben sie zu viel Säu und dann gehen die Preise ab. Wenn sie sind, züchten sie kein Säu mehr, sondern machen Weizen. Und dann später hat es den Lagerhaltungszyklus gegeben, in der Realwirtschaft. Aber ganz schlimm ist der Zyklus halt in der Finanzwirtschaft. Und statt dass man den laut laufen, das auf und ab, oder? Das müsste ich eigentlich so machen. Immer so kleine Auf und Ab. Tendenz höher, macht man so. Und dann macht es dann so, oder? Ja, aber das erleben wir ja nicht mehr. Also, doch, wir erleben wann das. Denn? Ja, wir sind ja jung, wir beide. In den nächsten zwei Jahren. Gut, du hast das immer wieder gesagt, das ist nie eintreten. Aber du sagst, okay, es ist von der, wenn man es beobachtet, muss man sagen, es führt keinen Weg daran vorbei, dass es wirklich dann mal richtig tätscht, oder? Ja, sicher. Und dann sagst du, dann können wir dann Danke sagen, der Notenbank. Ja, der Notenbank. Ja. Die sind dann wirklich die. Das sind die Bösen. Und stehen sie dann an und sagen, ja. Oh, dann nehmen wir den neuen Chef dort an. Und dann kann der schauen.